Okay, Clash Champs gegen Strut beginnt und Castro startet rein mit dem Skelly Donut für den Boden-Expo und die CC. Er aktiviert sogar noch das Rathaus damit. Ob das jetzt unbedingt gut ist, weiß ich nicht, aber der Skelly Donut hat soweit schon mal ganz gut geklappt. Hinten raus ist es dann ein Lalo mit einem Drachenreiter. Da bin ich gespannt. Der Drachenreiter eventuell für den Adler. Aber das sehen wir bestimmt gleich. Ah, okay. Actually habe ich keine Ahnung, wofür der Drachenreiter genau ist. Denn die Queen wird da jetzt einmal langlaufen. Das heißt, die wird sowieso im Vorbeilaufen den Adler mitnehmen. So, auf der anderen Seite für den anderen Scatter kommt jetzt auch die Gladdy mit dazu. Mal schauen, wie viele Skelly Spells da drin sind in dem Compartment. Und dann geht es hier auch schon mit dem Lalo los. Eine sehr, sehr früh geworden Ability für die Plimp und dem kleinen Lalo-Teil. Dann soll hier mit dem Freeze-Zauber und dem Rage, mit den Rage-Jedis das Rathaus fallen. Jetzt ist die Frage, kann das durchpowern? Es stehen halt immer noch zwei Multis, beziehungsweise jetzt noch einer. Der Rage-Turm ist jetzt zum Glück wieder ausgelaufen. Er hat noch einen Freeze und einen Eilzauber, den er nachsetzen kann. Also bis auf den einen Multi steht nicht mehr wirklich was, was den Lalo deffen könnte. Aber da ist halt die Frage, kann der eine Multi das irgendwie deffen? Sieht aber nicht danach aus. Mit dem Freeze und dem Eilzauber sollte der dann doch recht schnell down gehen, sobald da die Loons in die Nähe kommen. Und dann ist es hier ein OP-Hit zum Start für Clash Champs. Und die legen hier von Anfang an gut vor. Mal schauen, was Strut gleich macht. Okay, und Darkstar geht rein mit dem Sepp Lalo. Also schon zwei Lalo-Hits nach zwei Hits. Das sieht man nicht mehr allzu häufig zurzeit. Aber ist gerade deswegen wieder umso geiler zum Zuschauen. So, eigentlich ganz classic. Die Queen in den Scattershot. Der Lock Launcher für den X-Bow, für den Multi. Und der King hätte im Optimalfall den Adler holen sollen. So, jetzt eine relativ frühe Queen-Fähigkeit. Ob da jetzt der Scattershot noch fällt. Das sieht aktuell nicht so aus. Okay, er nutzt jetzt hier den Loon, um den Scattershot abzulenken. Okay, das war richtig stark und dementsprechend sollte der Scattershot hier noch fallen. Und er kann mit seinem Lalo starten. Auch hier wieder kein einfacher Lalo. Muss hier noch durch den Rage-Multi durch. Und zudem ist dann noch der Invis hinterm Rathaus. Das heißt, er muss hier auch ein bisschen sparsam umgehen mit seinem letzten Freeze-Zauber. Denn den Invis muss er auf jeden Fall einmal freezen. Jetzt die Warden-Ability. Rage übers Rathaus. Damit ist das Rathaus down. Der Multi ist down. Die Nado kam ein bisschen zu spät. Und jetzt ist die Frage, kann das reichen? Die Gladdy kommt mit dazu. Der Skelly-Spell, um für die Gladdy zu tanken. Und es sind noch so viele Loons am Leben. Er kann noch vier nachsetzen. Das sieht doch schon wieder verdammt stark aus, oder? Die einzige gegnerische Queen, die hier noch versucht, das irgendwie zu deffen. Aber da waren zwei offensive Headhunter und dementsprechend sehe ich nicht, wie das deffen sollte. Der nächste bockstarke Hit. Und damit steht es hier 3 zu 3 nach jeweils einem Hit. Auch wenn die Gladdy hier jetzt nochmal ein bisschen kassiert vom Mono, aber das sollte nicht mehr allzu schlimm sein. Okay, es wurde echt noch relativ knapp. Die Gladdy ist echt noch gestorben vom Mono. Aber egal, auch hier sind 30 Sekunden übrig und auch hier sind es 3 Sterne am Ende. So, der nächste Gelly Donut. Und auch hier hat er sich wieder einiges vorgenommen. Zwei X-Bögen und die CC. Allerdings hat der erste Invis nicht ganz gepasst.
Und dementsprechend ist es jetzt nicht ganz sicher, ob hier die CC fällt. Der investiert nochmal den Freeze. Und dadurch ist sie down. Hat jetzt zwar einen Zauber mehr genutzt, als er eigentlich wollte. Aber er hat natürlich trotzdem einiges bekommen. So, das sieht zwar hier jetzt schon verdammt stark aus, aber viele Zauber hat er jetzt echt nicht mehr. Einen Scaly Spell, einen Freeze und einen Rage. Und er muss da vorne noch durch zwei geragte Multis mit seinem Lalo durch. Also das wird jetzt nicht ganz einfach. So, auch hier wieder die Queen für den Scattershot für die gegnerische Gladi. Und der King wandelt natürlich wieder ein bisschen gegen. So, auch hier wieder die Plimp in der Warden Ability, aber die hat er ein bisschen zu früh gesetzt. Hat dann nicht damit gerechnet, dass da die Nado liegt. Und jetzt ist die Frage, kommt die Plimp trotzdem durch? Da kommen zwei Black Mines hoch. Er investiert deshalb noch den Freeze für das Rathaus. Es fällt aber trotzdem. Also so weit, so gut. Aber viel lebt da nicht mehr an Truppen. Er hat noch seine Gladi, der Skelly Spell tankt wieder. Jetzt ist die Frage, kann der Mono das staffen? Die Queen kann es auf jeden Fall nicht. Der geragte Adler wird gleich auch ordentlich Schaden machen. Und wenn Diggy jetzt nicht rechtzeitig stunt. Ah nein, das wird nicht reichen. Das ist zwar knapp, aber das reicht nicht. Die Gladi stirbt. Und dementsprechend sollte das eine Death sein, vor allem weil der Luftfeger jetzt noch gegenpustet. Er hätte zwar noch die Eule und noch ein paar Loons, aber die Eule hat auch nicht mehr viel Leben. Der Luftfeger nervt natürlich. Und dadurch ist das die erste Death für Strut und dementsprechend die Chance, das Ding hier schon mal zu drehen. Damit ist jetzt auch Strut im zweiten Hit. Und da Clash Champs eben gefailt hat, hat Philipp ist jetzt in der Hand, Strut in Führung zu bringen. Und das Ganze mit Queen Charge Super Drachen. Wer die Clash Masters Swiss Stage verfolgt hat oder auch die CWL Playoffs vor circa einem Monat, weiß, dass Queen Charge Super Drachen eigentlich überhaupt keine gute Hitrate haben. Nichtsdestotrotz werden sie echt oft gespielt. Und ich bin gespannt, wie gut es jetzt funktioniert bei Philipp. So, die Queen sollte jetzt im Optimalfall in den Scattershot reinlaufen, aber das tut sie erstmal nicht. Oder sollte sie in den Scattershot? Ich bin mir gerade nicht mal ganz sicher, was der Plan war. Aber ist jetzt auch nicht so wichtig. Der Mono wird durch die Queen rausgenommen. Dementsprechend ist der Funnel gar nicht schlecht für die Superdrachen. Also vielleicht war das sogar so geplant. Allerdings hat er halt jetzt den CC-Pull und das ist eigentlich das Letzte, was du willst, wenn du mit Superdrachen hittest. Und ja, die Queen, die tut's leider nicht mehr. Die ist down und demnach sieht das hier auch nicht so gut aus. Er hat noch einen Skelly Spell, zwei Freeze-Zauber, aber das wird niemals reichen, dass die Gladi das hier finisht. Und vor allem sind das auch überhaupt keine guten Prozente. Das heißt, Wasser-19 sagt CC. trotz des Fails von Clash Champs eben liegen sie jetzt erstmal vorne. Oder habe ich sie gejinxt? Die Gladi kann echt noch einiges an Prozenten holen. Ich meine, eben meinte ich nur noch drei Zauber, jetzt sehen die zwei Zauber schon wieder nach gar nicht so wenig aus. Vor allem der Eiskolem ist noch mit dabei, die Gladi ist noch full life, wir haben noch einen Headhunter. Ganz reichen wird es wohl nicht, aber die Prozente könnten erstmal zur Führung reichen. So, der Headhunter kommt jetzt mit dazu, kann nochmal den Freeze werfen für den King, für den Tesla. So, dementsprechend ist der King jetzt down. Die Gladi poppt ihre Ability. Aber nein, das sind
nicht ganz genügend Prozente, dass das hier fürs Unentschieden nach zwei Hits reicht. Wir schauen uns gleich die Prozente an, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr knapp. So, 90 von Strut und 96 waren es von Clash Champs. Jetzt wollte ich gerade sagen, wir haben hier den ersten Queen Charge Hit, aber hatten wir ja eben schon. Jetzt aber den ersten Hit mit Hawks. Queen Charge Mass Hawks. Mit dem Flame Flinger auf 3 Uhr. Und das hier ist sehr, sehr selten. Der Mini Warden wurde hier beim Queen Charge mit dazu gespielt. Das sieht man echt selten. Und es scheint auch fast schon die Fehlentscheidung gewesen zu sein. Aber wobei, geht noch. Dachte kurz, der Mini Warden wird sofort gelasert vom X-Bogen, ist aber dann doch wieder aus der Range rausgelaufen und dementsprechend passt das soweit noch. So, die Queen soll jetzt einmal am Rathaus vorbeilaufen. Und dann von hinten wieder ran ans Rathaus. Bisher ist er sehr, sehr sparsam, was die Zauber angeht. Ah, okay. Er investiert in Invis, um die Queen gegenzufunneln, um hier etwas entspannter schon mal das Rathaus rausnehmen zu können. Der CC-Pull ist auch sehr, sehr entspannt. Kann dementsprechend den Lavahund jetzt bekämpfen, während der Giftzauber vom Rathaus ausläuft. Besser geht's eigentlich gar nicht. So, und jetzt kommen auch schon die Hawks von oben mit dazu. Der King von 9. Und die Hawks einmal in der Mitte durch. Oh, die Queen ist hier unten sehr, sehr am Limit, was ihr Leben angeht. Aber sie schafft es weiterhin nicht, ihre Ability zu verlieren. Der Flameflinger holt in der Zwischenzeit den Scattershot. Also der war sehr, sehr stark. Allerdings die Hawks, die gehen hier nicht ganz so gut durch. Er hat auch keinen Zauber mehr, weswegen seine Gladi jetzt auch komplett gelasert wird. Durch die beiden Raged Expos. Und dementsprechend scheint auch das die nächste Death zu werden für Strut. Er hat zwar noch seine Queen-Fähigkeit, er hat noch die Hawks aus dem Flameflinger, aber zeitlich wird das wohl nicht mehr reichen. Oder Jinx sich hier fleißig. Das Goldlager hier steht sehr, sehr gefährlich, ist auch noch full life. Die Queen holt hier links aber noch alles. Und damit scheint das hier ein verdammt knapper Powerfail zu werden, oder? 15 Sekunden auf der Uhr. Ich bezweifle, dass das Goldlager noch irgendwie fällt. Ja, die Queen muss nochmal durch eine Mauer durch. Und damit wieder sehr, sehr gute Prozente, aber eben keine 3 Sterne. Und damit hat Strut es wieder in der Hand. Und wieder heißt es, wenn sie trippeln, liegen sie vorne. Was habe ich nochmal getippt? Ich glaube, ich habe 13, 12 für ein Team getippt. Könnte sogar hinkommen. Mal schauen. Beides deutsche Teams? Nein. Clash Champs ist, glaube ich, brasilianisch und Strut ist nur so halbdeutsch. Das ist jetzt absolut wild. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Super Minion Plimp E-Drachen scheint es zu sein. Mit dem Eishund zu Beginn. Seps hat er für den Feger gespielt, damit hier die E-Drachen gut durchgehen und die Plimp auf jeden Fall ankommt. Aber den Eishund habe ich ehrlich nicht wirklich verstanden. Aber gut, mal schauen. Die Super Minion Plimp sieht soweit sehr, sehr gut aus. Die Clamburg ist down. Das ist schon mal geil. Allerdings war das, glaube ich, eh eine Damage CC. Dementsprechend kam da sowieso alles raus. Nochmal der Invis hier in der Mitte für den E-Drache. Der soll hier noch irgendwie den Boden-X-Bogen wenigstens rausnehmen. Das schafft er auch im Optimalfall noch den Multi. Oh, und damit sieht das gar nicht so schlecht aus. Auch hier ist wieder der Mini-Warden mit dabei. Der hat noch einen Freeze-Zauber. Den muss er sich aufbewahren. Für den Warden, vielleicht für den King hinten raus.
Und das kann hier echt reichen. Allerdings steht hier schon noch einiges und man kann sich auch sicher sein, dass da noch einige Skelly-Traps hochkommen. So, und jetzt muss die Gladi Gas geben. Wenn der Rage-Turm nochmal poppt, dann wird es hier nochmal richtig eng. Und der scheint leider im Sinne von Ast noch zu poppen. Ja, da ist der Rage-Turm und jetzt macht der Multi richtig Schaden. Er investiert in Freeze für den Multi, für den Warden. Der war sehr, sehr gut. Und damit sollte das doch reichen, oder? Die Gladi-Ability ist raus. Die Queen kann er auch noch zünden. 30 Sekunden übrig. Das ist der nächste Triple für Strut. Und dementsprechend führen sie jetzt hier mit 9 zu 8. Das ist ein sehr, sehr spannendes Match. Sehr, sehr schön bisher. Ich hatte schon ganz kurz Angst, dass ich es gejinxt habe. Aber nein, 10 Sekunden sind noch übrig, die Bauhütte ist down. OP-Hit. So, Clash Champs ist jetzt zum ersten Mal in dem Match unter Druck. Denn Stand jetzt liegen sie hinten. Das heißt, sie dürfen jetzt hier keine Fehler mehr machen. Auch hier soll es wieder der Skelly Donut sein. Sehr, sehr präsent bei Clash Champs. Und der war wieder sehr, sehr clean. Für den Mono, für die CC, beides ist down. Und auch hier auf Classic Clash Jam Style wieder die Blimp fürs Rathaus. Investiert hier aber keinen Zauber. Okay, Blimp fällt. Rathaus fällt. Dann einfach Twin Hawks hinten raus. Skelly Donut Twin Hawks. Habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Nur mit Mass Hawks oder nur Super Hawks. Aber dann Twin Hawks ist ungewöhnlich. Aber gut. Der King sollte jetzt im Optimalfall Richtung Multi laufen. Das macht er aber nicht. Das ist ein bisschen ärgerlich. Er nimmt den Bombenturm raus. Ja, ist auch okay. Na, wobei, mit dem Phönix sollte der Multi sogar noch fallen. Das ist sogar fast besser, dass er sich da oben durch die Mauer geboxt hat. Dementsprechend ist halt der Bombenturm noch gefallen. Der Funnel ist jetzt perfekt für die Twin Hawks. Und er hat auch noch einiges an Zaubern. 2 Freeze-Zauber, 1 Skelly-Spell. Das sieht doch echt nicht schlecht aus hier. Das Wichtige ist nur, dass der Multi jetzt nicht geskippt wird. Da muss langsam irgendwas draufgehen. Jetzt poppt der Rage-Turm. Der Multi ist wirklich brandgefährlich. Also der ist ein richtiger Dorn im Auge für Selenio gerade. Und wie es scheint, kann der das auch deffen, oder? Ein X-Bogen noch hinten raus. Kann das noch irgendwie reichen? Jetzt kommt der Endless mit dazu. Der X-Bogen muss noch unbedingt durch die Gladi fallen. Außen ist noch die Queen mit dabei. Die ist mittlerweile durchs Einhorn wieder hochgehielt worden. Ja, dann sollte das sogar reichen, oder? Zwar sehr, sehr knapp, aber das müsste passen. Die Gladi überlebt das sogar, das hätte ich niemals gedacht. Okay, das ist wirklich ein extrem spannendes Match. Diego Torres ist jetzt drin für Strut. Und das ist ja mal ultra interessant. Also an sich, die Blimp von der Seite mit den Loons für den Scattershot sieht man immer häufiger. Aber mit einem Klonzauber aufs Rathaus, das sieht man eher selten. Klont hier sehr, sehr spät, damit er die Yetis aus dem Rathaus rausgeklont hat. Und so den Mono mitgenommen hat. Das ist natürlich ein Big Investment, aber er hat auch einiges bekommen. Aber auf jeden Fall ein schöner Plan. Ich kann es nur leider aktuell gar nicht einschätzen.
Er hat noch zwei Mauerbrüche dabei. Das heißt, er will mit der Queen im Optimalfall noch den Multi- und X-Bogen holen. Allerdings ist halt ein bisschen frech von dem Eisgolem, dass der hier rausgelaufen ist, anstatt bei der Queen zu bleiben. Dementsprechend wurde der Multi hier nicht gefreezed und dementsprechend ist auch das Einhorn tot. Er investiert jetzt den Endes für die Queen und jetzt ist die Frage, kann die noch irgendwie den Multi und den X-Bogen holen? Das sieht nicht so aus, oder? Sie geht jetzt zur Clanburg. Und dementsprechend fällt hier nicht so viel, wie er sich vorgestellt hätte. Der X-Bogen fällt noch. Boah, und der investiert noch einen Invis. Das reicht doch niemals für den Multi. Ach du Kacke. Er schmeißt sogar noch den Freeze-Zauber hinterher. Aber der war zu spät und dementsprechend hat er hier zwei Zauber nochmal für die Queen investiert, was sich überhaupt nicht gelohnt hat. Und der Multi muss halt eigentlich fallen, aber der fällt nicht. Jetzt ist die Gladi mittlerweile an der Queen und noch weiter weg vom Multi. Aber das kann trotzdem noch reichen. Jetzt läuft die Gladi zum Multi. Das heißt, der Multi ist jetzt Geschichte. Hier unten kann er nochmal freezen. Es steht nichts mehr an Flächendamage. Aber die Zeit. Die Zeit hatte ich ja gar nicht im Blick. Wir haben nur noch 10 Sekunden auf der Uhr. Und damit ist es einer der größten Timer, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Jede einzelne Death, bis auf diesen X-Bogen, ist weg. Und es sind 74%. Ach du Scheiße. Okay, Leo hat es jetzt in der Hand. Wenn er mit Queen Charge Lalo trippelt, haben sie das Ding hier gewonnen. Der Flameflinger ist auf alle Fälle schon mal richtig cool. Ich will hier den Warden damit rausnehmen. Zeitgleich ein bisschen für die Queen funneln. Allerdings fährt er jetzt erstmal in Richtung Minenwerfer. Keine Ahnung, ob der Warden noch fallen wird. Okay, er ist sogar über den Damage von dem Feuer gefallen. Na gut. So, die Uhr tickt schon so langsam runter. 1 Minute 10 ist vorbei. Allerdings bekommt die Queen halt mit dem Town Hall Charge auch jede Menge. Also zwei Multis sind am Rathaus. Das ist schon bombastischer Value. Das war jetzt auch sehr, sehr schön. Die beiden Headhunter mitgefreezed, die sich da in Richtung Queen begeben haben. Und damit ist auch hier das CC-Timing wieder super für Leo. Der Giftzauber vom Rathaus läuft zu langsam aus, während sich die Queen um die Ice Golems kümmert und das sieht hier fast zu gut aus. Der Giftzauber vom Rathaus ist weg, das heißt, die beiden Multis sind free für die Queen und jetzt geht's los mit dem Lalo. Viel steht aber da hinten raus nicht mehr. Da sind zwei Boden-X-Bögen, die überhaupt nicht mehr relevant sind. Und er hat noch so viele Zauber für sein Lalo. Allerdings halt auch noch beide Luftwege. Die darf man natürlich auch nicht unterschätzen. Oh, während der Mono hier die Gladi komplett roastet, sieht das hier gar nicht mehr so gut aus. Wie schnell ist bitte dieser Lalo ausgestorben? Dementsprechend scheint das hier echt ein Timer zu werden. Die Queen hätte zwar noch die Fähigkeit, aber auf 25 Sekunden bekommt die nichts mehr auf die Reihe. Und das heißt, Leo lässt Strut hier die Chance, dass Strut das noch für sich entscheidet. Spannender könnte das Match echt nicht sein. Wie gesagt, spannender könnte es nicht sein.
Clash Champs hat zwar die Prozente, also egal wie hohe Prozente Strat holt, wenn sie Two-Stun, haben sie verloren, wenn sie trippeln, haben sie gewonnen. Ninja ist jetzt der entscheidende Hitter für Strat. Und mit E-Drachen hat es ja schon einmal gut geklappt heute. Jetzt soll es nochmal funktionieren. Auch hier wieder ein ähnlicher Ansatz. Wieder zwei Sept-Zauber für den einen Luftfeger. Und wieder die Super Minion Plimp hinters Rathaus. So, allerdings folgt der Warden hier überhaupt nicht gut. Die E-Drachen bekämpfen hier erstmal den King, während die drei E-Drachen sich komplett aus der Warden-Aura verabschiedet haben. Und ob die E-Drachen jetzt genügend holen, das weiß ich aktuell nicht. Er hat auch vergessen, die Plimp aufzumachen, oder? Das war doch never geplant, dass er da genau auf dem Rathaus landet. Hat das Rathaus jetzt auch zweimal unsichtbar gemacht? Und der Indus ist perfekt. Okay, das heißt, das Rathaus fällt trotzdem durch die Super Minion Plimp. Allerdings haben die E-Drachen doch viel zu wenig geholt. Er hat nur noch einen Freeze-Zauber. Und ehrlich gesagt, so viel wie hier noch steht, wüsste ich nicht, wie das reichen sollte. Der Chat-Call der Mini-Warden macht den Unterschied. Da bin ich ja gespannt. Die Gladdy ist hier komplett stuck an den Skelly Spells. Da waren echt ein, zwei Skelly Fallen, die hier komplett hops genommen haben. Ja, und da fehlt halt. Da fehlen jetzt noch 20 Super Barbaren. So gern ich jetzt hier auch einen knappen Hit zum Schluss hätte. Das wird nicht mehr reichen. Aber trotzdem ein verdammt schönes Match. 12 zu 12 geht es am Ende für Clash Champs aus.